Ja, hallo Leute, in diesem Video seht ihr das Review zu dem iWatch Armband für den iPod Nano, damit ihr den iPod Nano als Uhr benutzen könnt. Wie der Name iWatch schon sagt, ist das Ganze ein Armband, wo ihr den iPod Nano dran machen könnt, um ihn als Uhr zu benutzen. Mit dem neuesten Update vom iPod Nano könnt ihr da viele verschiedene Uhren einstellen. Das ist meine Lieblingsuhr. Und da ist sowas natürlich sehr praktisch, wenn ihr dann das Ganze an Arm machen könnt. Das Modell, was ich hier habe, ist die Q Collection. Hier sehen wir dann nochmal die ganzen Farben, die zur Auswahl stehen. In meinem Fall habe ich hier schwarz. Das Ganze gibt es für 24,95 € im Apple Store. Ob es das noch woanders gibt, weiß ich leider nicht. Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Und ja, ist eigentlich ein sehr simples Band. Das Ganze ist hier Silikon. Hier seht ihr dann nochmal iWatch, dann die Internetadresse. Und ja, ist eigentlich sehr simpel gehalten. Den iPod macht ihr auch sehr leicht da rein. Ihr macht hier den Clip auf einmal auf und schiebt den dann hier an der Seite so rein, den iPod. Der slidet dann so rein und am Ende rastet der da hinten ein. Zack. Und dann ist der auch drin. Da müsst ihr keine Angst haben, dass der irgendwie da rausfliegt. Dann könnt ihr das Ganze hier an den Arm dran machen. Könnt hier dann die Größe einstellen, wie eng ihr das haben wollt. Ist eigentlich bei einer normalen Uhr, glaube ich, nicht anders. Könnt ihr die Dinger verschieben, wie ihr sie braucht. Und dann habt ihr hier den iPod Nano als Uhr. Ihr könnt dann hier rechts einfach anmachen und habt dann hier an der Seite Kopfhörereingang und Dock-Connector. Und könnt dann, wenn ihr zum Beispiel Musik hört, das Kabel einfach am Arm entlang führen. Und ja, ich finde das einfach sehr praktisch, falls ihr den iPod hier als Uhr benutzen wollt. Denn ich finde, das sieht sehr, sehr stylisch aus so. Und ist besser, als ihn irgendwo hinklipsen und dann immer auf die Uhr zu schauen. Das finde ich so praktischer. Wie gesagt, wenn ihr einen iPod Nano habt, ihn als Uhr benutzen wollt, kann ich euch nur dieses Band empfehlen. Und ich denke, dass der Preis von 24,95 € nicht so viel ist. Und ja, ich kann euch ja mal einen Link in die Beschreibung packen zum Apple Online Store und zu der Website iWatchs.com. Packe ich auch mal in die Beschreibung, falls euch das Ganze interessiert. Und dann war es das eigentlich schon mit dem kleinen Video hier. Es haben mich viele darum gefragt, deswegen mache ich das jetzt. Könnt ihr ja als Geschenkidee zu Weihnachten gut benutzen. Und ja, vergiss den Daumen nach oben nicht. Folgt mir auf Twitter und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao. Hast du mein letztes Video verpasst? Kein Problem. Klicke jetzt hier auf das Video, um es dir anzuschauen.